Alle wollen den Pool haben. Du, denke ich mal, auch, wenn du hier dieses Video gerade anschaust. Und ich bin froh, dass du da bist, denn ich will dir hier erzählen, wie das bei uns gelaufen ist. Wir hatten nicht wirklich viel Ahnung, hatten auch das Hausbauprojekt noch. Gleichzeitig wollte ich einfach nur irgendwie einen Pool haben und habe davon geträumt, das zu realisieren. Ich habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Ich hoffe, dass es ein paar Fragen sind, die dich interessieren. Unten in der Videobeschreibung, da habe ich für dich eine Timeline. Da werde ich ein paar Überschriften reinpacken und da kannst du dann direkt draufklicken, wenn es ganz gezielt was gibt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Abonnieren, Glocke drücken, das hilft meinem Kanal. Und übrigens, die Pool-Themen sind jetzt auf diesem Kanal separiert und die ganzen Heimwerker-Themen, falls du schon mal bei mir gewesen bist, die gibt es jetzt auf dem Extra-Kanal. Jetzt eben, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht direkt los mit den ersten Fragen. Wieso hast du dich für einen Stahlwandpool entschieden? Das ist doch einer, oder? Ja, das ist ein Stahlwandpool und wir haben uns unter anderem aus Zeitdruck und aus finanzieller Sicht für einen Stahlwandpool entschieden. Den Blechpool habe ich jetzt nicht genommen aus Überzeugung, hey, das muss jetzt unbedingt ein Blechpool sein, sondern es war teilweise Unwissenheit, es war Geldthema. Also gut, welche Komponente brauchst du eigentlich für deinen Stahlwandpool? Stell dir dazu einfach den Weg des Wassers vor. Also du musst das Wasser ja erstmal irgendwo sammeln. Das ist dann so der Pool selbst, dieser runde oder oval oder Achtform, was auch immer, Pool. Da ist das Wasser drin. Dann gibt es natürlich einen Wasserdruck, was je nachdem jetzt bei mir rund 30 Kubik, also 30 Tonnen, die dann wirklich nach unten drücken. Das heißt, du brauchst ein stabiles Fundament. Dann geht es darum, wenn das Wasser drin ist und auf einem stabilen Fundament und Stützwänden steht, dann gibt es Schmutz auf der Oberfläche. Das musst du irgendwie absaugen können. Also brauchst du eine Möglichkeit, das Wasser, das Dreckwasser rauszuholen, wegzufördern, durch Rohre, durch Leitungen durch, mit einer Poolpumpe in einen Filterkessel. Und dann geht es schon los. Wie reinige ich jetzt das Wasser? Mache ich das mit Licht? Mache ich das mit Chlor? Also ich brauche auf jeden Fall Chemie, Zugabe und Kontrolle. Ich blende hier mal eine Checkliste ein. Brauchst das Video nicht pausieren. Die Checkliste, solange sie auch jetzt sein mag, für so eine Minimalanforderung, nach meiner persönlichen Meinung, die schiebe ich jetzt runter in die Infobox. Da kannst du sie dir in aller Ruhe angucken und dann können wir zur nächsten Frage gehen. Das ist schon mal viel, aber okay, die Liste schaue ich mir später unten an. Wie hast du dich denn aber jetzt entschieden, wo dieser Pool letztlich hin soll? Hin soll, das ist eine gute Frage. Also du musst halt überlegen, hast du Bäume drumherum, die dir jetzt viel Schmutz da reinbringen? Hast du viel Schatten, dann ist das Wasser schon mal gänzlich weg von der Sonne. Kann gut sein gegen Algenbildung, schlecht für die Temperatur im Allgemeinen. Außer du hast wieder eine Heizung laufen, muss man auch echt ein bisschen entscheiden. Und die Frage ist, wie viel Platz hast du drumherum für Liegeflächen, für gegebenenfalls Technikräume? Oder du möchtest alles auch wegräumen können im Winter, das sollte man auch schon mit dem Platz bedenken. Dann die Leitungen vom Technikraum, wie weit geht das alles weg? Vielleicht möchtest du das alles nah am Haus in der Technik und der Pool steht weiter weg. Die Windrichtung ist entscheidend. Hast du irgendwie so eine kleine Sackgasse, wo der Wind jetzt reinbläst und der Wind nicht mehr weiterkommt, entscheidest du quasi, wo kommt der Skimmer hin? Also auch da schon ein bisschen drüber nachdenken. Brauche ich bei einem Ovalpool eine Stützmauer? Beim Ovalbecken, ja, brauchst du definitiv rechts und links Stützmauern, sonst kippt dir das ganze Zeug um. Das Blech wird später auch fixiert mit Schrauben. Das ist dann in so einem Set meistens auch immer dabei. Von der Bodenplatte hast du Armierungen, also diese Baustahlstangen, die aus der Bodenplatte rausgehen, damit das alles miteinander verbunden ist. Und darauf stellst du dann, so habe ich es halt gemacht, die Kellerschalsteine drauf, wo auch immer wieder Armierung reinkommt und dann dein Beton reingeschüttet wird. Und so mauerst du dich im Prinzip hoch. Ich habe übrigens bei solchen extremen Mauerarbeiten, wo ich echt Schubkarre für Schubkarre dahin transportiert habe, immer überlegt, wie kann ich so einen Arbeitsschritt vereinfachen. Und während ich darüber nachgedacht habe, habe ich einfach stupide diese Arbeit fortgesetzt. Und dann war ich schon fertig, bis ich irgendwie eine Lösung hatte. Also so habe ich mir solche brutalen Arbeiten teilweise echt leichter gemacht. Macht es eigentlich Sinn, solche Arbeiten im Herbst zu machen? Ja, ich denke, das kann durchaus Sinn machen, das im Herbst zu tun. Du musst beachten, die Aushärtung von Beton braucht so 4 Wochen. Und Beton lässt sich verarbeiten in der Regel bis -5 Grad. Im Gegenzug wäre jetzt, wenn du es nicht im Herbst machst und es wäre zu heiß, dann kann schnell trocknender Beton auch Risse kriegen. Dann muss man ihn dauernd feucht halten und da auch viel drauf aufpassen. Also es gibt Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, dass du im Herbst je nachdem auch viele Regenfälle hast und in deiner Baugrube schnell Wasser stehen könnte. Gibt es eigentlich verschiedene Skimmer oder allgemein? Wie holt sich eigentlich die Pumpe, das System, das Wasser aus dem Pool raus? Ja, wie holt es sich raus? Es gibt natürlich, wie man hier hinten sieht, so Infinity-mäßig, ja, dass das Poolwasser einfach über den Rand drüber läuft und dann zentral an eine Eingangsstelle halt geht. Das ist natürlich was, was mega cool ist. Das hätte ich auch sehr gern, aber ist ein großer Traum. Dann gibt es die Einbauskimmer, so wie ich das bei mir daheim habe, diesen Breitmaulskimmer. Es gibt auch welche, die legst du ins Wasser rein und die schwimmen dann quasi drin. Der Schlauch läuft über den Handlauf drüber raus. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann den Skimmer nicht in den Radius packen. Das habe ich bei mir natürlich direkt prompt falsch gemacht. Das ist ziemlich blöd. Hat dann geklappt, weil das Blech natürlich beweglich war, habe ich es dann festgeschraubt und die Magerbettung hinter
Filterfüllung, die drückt das dann auch glatt, das funktioniert. Aber es ist natürlich keine Empfehlung, genau in dem Kreis einen Skimmer reinzuhängen. Wie kann das Wasser noch rauskommen, außer natürlich über einen Skimmer? Bodenablauf habe ich bei mir vergessen, ärgert mich auch maßlos, hat viele Vorteile. Zum einen klar, der Dreck am Boden wird direkt abgesaugt. Jetzt mit der Solaranlage könnte ich vom Boden, von unten das kalte Wasser nehmen und hochpumpen. Dann habe ich noch geschaut bei mir genau, dass die Windrichtung, also wie kommt der Wind, das heißt die ganze Wasseroberfläche ist ja das, was das Skimmer abträgt. Und wenn natürlich der Wind das immer in eine ganz andere Richtung pustet, wie natürlich mein Skimmer jetzt das erwartet, dann funktioniert das Prinzip halt auch sehr schlecht. Wie ist das mit der Folie im Pool? Muss man da irgendwas beachten zwischen dem Beton und der Folie selber? Nun, die Folie ist eine Thermoplastfolie. Das heißt, sie ist verarbeitbar von 15 bis plus 25 Grad. Zu kalt wäre so eine Folie einfach zu kurz. Und wenn es da zu heiß wird, dann dehnt sich so eine Folie zu weit aus. Schau da im Prinzip einfach drauf, zu welcher Jahreszeit du das machst, wie eben das Wetter auch ist. Beim Bodenvlies, da solltest du gucken, dass du da keine Überlappung machst. Denn das ganze Wasser, das sind ja Tonnen. Also im Prinzip habe ich jetzt hier fast 30 Tonnen Wasser, die auf dieses Bodenvlies drücken. Ich habe da unten kleine Falten drin, die sieht man einfach. Also das ist unglaublich, das sieht so perfekt aus, aber später nicht. Daher achte darauf, nur Stoß auf Stoß, keine Überlappung. Nicht das Vlies nicht überlappen lassen, sage mal. Wenn du dann das Wasser reinlässt, dann solltest du darauf achten, immer so 20 cm unterhalb des Einbauteiles erst die Folie einzuschneiden. Nicht vorher, sonst kriegst du darunter je nachdem so eine Falte oder du hast zu wenig Material. Wie gesagt, immer das Wasser füllen und kurz vor dem Anbauteil erst ausschneiden. Ach so, nochmal wegen der Technik. Brauche ich das jetzt eigentlich immer direkt am Pool oder in der Nähe vom Pool? Gibt es da was zu beachten? Ja, du brauchst einen Technikraum. Und der ist vielleicht sogar im Set schon dabei. Es gibt schöne Kunststoffhäusle. Oder du schusterst dir irgendwas aus Holz, habe ich auch gemacht. Schau, dass ein bisschen eine Belüftung da dran ist. Rechts und links habe ich da so ein paar Lüftungsschächte bei mir gemacht, dass Luft sich bewegen kann. Soll da nicht zu heiß werden da drin. Und zusätzliche Technik soll da auch noch Platz drin haben. Auch für zukünftige Projekte solltest du schon Platz haben, da auch noch was reinbauen zu können. Muss auch nicht direkt beim Pool stehen, es kann auch ein bisschen weiter weg stehen. Wie gesagt, ich habe eine 50 mm Verrohrung und ich habe da mit allem sogar 30 Meter, die ich zurücklege mit der Pumpe. Also das funktioniert auch über einen größeren Weg hinweg mit einer gescheiten Pumpe. Im Keller habe ich mir überlegt, das alles zu montieren, aber da war mir tatsächlich, weil ich auch im Keller keinen Bodenablauf habe, hatte ich einfach Angst, dass mal irgendwann 30.000 Liter Wasser im schlimmsten Fall bei mir im Haus im Keller sind und das wäre natürlich echt übel. Hast du irgendeinen Tipp, was es bei der Technik zu beachten gibt, gerade auch bei den Pumpen, diese Sets, wo alles schon drin ist? Billig, kauf zweimal. Das klingt abgedroschen, aber es ist so. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Mach dir folgendes Gedankenspiel zu deinem Poolwasser. Du hast da Sonnencreme drin, Schweiß, Haare, Schuppen. Das soll monatelang sauber sein, das ganze Wasser. Bei meinem Komplettset zum Beispiel, da waren Skimmer dabei, der Filter, Pumpe, die war viel zu klein. Ich habe dann telefoniert, wo ich es eben gekauft habe, damals im Bauhaus gekauft habe und habe dann mit dem Hersteller, der es eigentlich verkauft, das war dann arcanapool.at, da habe ich dann hintelefoniert und habe gesagt, ich würde dieses Set gerne vergrößern mit einer größeren Pumpe und einem größeren Filterkessel und so kam es dann, dass ich einen Breitmaut-Skimmer geholt habe, also wirklich einen Rechteck und einen 50 Kilo Filterkessel, eine Pumpe, die 10 Kubik die Stunde macht, das war dann quasi, das habe ich einfach vergrößert, habe dieses Set im Prinzip aufgebohrt. Das Filtermaterial selbst, also was mache ich jetzt in diese 50 Kilo rein? Klar, es gibt Filterglas, es gibt so Fiberlohn, Wattebällchen, die habe ich jetzt aktuell 2019 im Pool drin oder in dem Filterkessel. Da schaue ich mal am Ende der Saison, wie sich das bewährt hat. Aus den Bauhäusern würde ich den Sand nicht unbedingt nehmen, der ist teilweise nicht gut verarbeitet. Unabhängig davon, wie groß jetzt ein Filterkessel letztlich ist, kann man als Faustformel sagen, sollte so ein Pool 2 bis 3 Mal das gesamte Wasser einmal durchwälzen, also der Filter. Und im Prinzip musst du halt schauen, wie viel Kubik pro Stunde macht deine Filteranlage und wie viel Kubik Wasser hast du drin. Und entsprechend das ergibt sich dann die Stunden der Laufzeit am Tag. Du kannst jetzt aber auch nicht sagen, wenn du jetzt einfach eine größere Pumpe holst, sagst du machst jetzt halt eine, die macht was ich, statt 10 Kubik machst du halt 20 oder 30 Kubik die Stunde, dann kannst du nicht unbedingt sagen, dann hast du ja weniger Laufzeit am Tag, weil das stehendes Wasser schimmelt ja im Prinzip. Oder stehendes Wasser wie ein Tümpel, da wo nichts passiert, da können Bakterien halt auch arbeiten. Das heißt, Wasser, das sich bewegt, ist tendenziell sauberer, wie Wasser, das halt steht. Also ich würde diese über die 24 Stunden diese 2-3 Reinigungszyklen des gesamten Wassers halt so aufteilen, dass die Pumpe das schafft und halt über den ganzen Tag immer mal wieder Bewegung auch im Wasser drin ist. Als weitere Empfehlung würde ich 50 mm Verrohrung vorschlagen. Die 50 mm Verrohrung hat den Vorteil, dass du viele Teile dafür kriegst, die schon direkt darauf passen. Und so das Set einfach an Erweiterung halt viel einfacher ist. Im Winterbetrieb muss man natürlich darauf achten, diese 50 mm Verrohrung wird meistens im Boden verlegt. Dann kommt es natürlich darauf an, wie tief machst du die. Also du musst die im Winter halt entleeren, die ganze Geschichte. Und bei der 50 mm Verrohrung, die wird geklebt. Da gibt es eigentlich keine Schraubverschlüsse, zumindest habe ich noch nie welche gesehen. Sondern 50 mm Verrohrung wird halt PVC-Kleber und dann wird das zusammengeschoben. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
Nochmal kurz zur Pumpe. Bei einer Pumpe ist so, es gibt auch zwei verschiedene Arten von Pumpen. Das eine ist eine selbstansaugende und eine selbstsaugende Pumpe. Den Unterschied, ich verlinke dir unten in der Infobox einen Blog-Eintrag. Aber letztlich geht es halt darum, dass die Pumpe in der Lage sein sollte, selber das Wasser ansaugen zu können, ohne dabei Schaden zu nehmen. Also das heißt, wenn dann kein Wasser in der Pumpe ist und die sich bewegt, nicht kaputt geht. Und das ist dann genau das Prinzip selbstansaugende Pumpe. Brauche ich eigentlich irgendwie mehr Leistung, wenn ich jetzt eine Gegenstromanlage habe? Oder wie ist das mit der Gegenstromanlage? Wie genau funktioniert denn das? Also wegen einer Gegenstromanlage brauchst du keine größere Pumpe montieren. Das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Bei der Frage fällt mir nur ein, für die Gegenstromanlage, klar, musst du dir natürlich ein Loch reservieren, schon beim Technikraum bauen. Drumherum brauchst du auch einen Technikraum. Und jetzt ganz speziell meine, würde ich eher sagen, ist eine Massagedüse. Das Ding hat 2,2 kW und macht 70 Kubik die Stunde. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Das ist keine große Anlage. PVC-Verrohrung ist ein guter Punkt. Wie ist das eigentlich? Wie verlege ich das jetzt? Und ist das alles nur so starres Zeug, wie ich das von der Sanitär kenne? Oder wie ist denn das? Also PVC-Verrohrung ist eine ganz einfache Sache. Das ist im Prinzip, ich habe jetzt bei mir 50er-Rohre genommen. Es gibt Flex-Rohre, es gibt stabile Rohre, es gibt verschiedene Winkel, die man dann nimmt. Man kriegt so ziemlich jedes Konstrukt in irgendeiner Form bewältigt. Wenn du die Verrohrung in den Boden verlegst, dann sollte sie frostsicher verlegt sein, weil du die ja dann nicht im Winter dann da rausziehst. Je nach Region kommt es halt drauf an, wie tief geht der Frost. Man sagt aber so in der Regel 100 cm tief, dann bist du in der sicheren Seite. Als Tipp, verleg gleich ein Erdstromkabel mit, das habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe ein Kellerrohr genommen, habe dann die Wasserleitungen durchgezogen, zweimal PVC-Rohr und habe da direkt noch ein Erdstromkabel mit reingezogen, dass ich dann auch natürlich Strom direkt durchtransportieren kann. Wenn es geht, schafft ihr ein kontinuierliches Gefälle in eine Richtung. Das ist für den Winterbetrieb recht easy. Dann kannst du nämlich an einer Seite aufmachen und das Wasser läuft dir im Prinzip schon entgegen, was auch einer Pumpe entgegenkommt, wenn es keine selbstansaugende ist. Wenn du kein Gefälle hast, dann hast du irgendwo hängende Stellen. Dann baue am besten in diese hängenden Stellen schon Kugelhähne ein. Die kannst du dann einfach aufschrauben und dann dort das Wasser ablassen. Alternativ, was auch geht, was ich auch gerne mache, ich nehme einen Kercher und entweder puste ich da rein oder ich saug das Wasser ab. Hauptsache irgendwie kriegst du das Wasser aus den Leitungen raus. Alternativ hat mich mal jemand angeschrieben in den Kommentaren, der gefragt hat, könnte er nicht auch Sanitärrohre nehmen? Ich habe da keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Es wäre aber vielleicht ein Versuch wert, könnte interessant sein, würde ich jetzt aber nicht die Hand ins Feuer für legen. Was mich brennend interessieren würde, wie ist es mit einer Solarheizung oder mit einer Wärmepumpe? Wo würde das dann eigentlich hinkommen? Die Wärmepumpe, die muss im Freien stehen. Ein bisschen Abstand zur Hauswand, dass da die Luft zirkulieren kann. Und eine Solaranlage, Solarabsorber, die kommt natürlich voll in die pralle Sonne rein. Die Technik drumherum, also das ist die Umwälzpumpe, was auch immer, die kommt in den Technikraum, dass es schön geschützt ist. Eine Wärmepumpe hat einen Durchflusswächter, das heißt, da im Prinzip überwacht er halt, ist es warm genug oder ist es genau die Wärme, die du haben möchtest, und dann schaltet er ein oder aus. Bei einer Solarabsorberpumpe musst du es halt selber steuern, bei einem Solarabsorber musst du es halt selber steuern mit einer externen Pumpe, oder du hast eben alles in einem Kreis mit der Filterpumpe drin. Wichtig ist bei beiden Anlagen, also völlig egal, wie du das Wasser erwärmst, dass das Wasser sauber ist. Also erst nach der Filteranlage sollte klares, sauberes Wasser durch diesen Heizkreis durchlaufen. Ob du jetzt eine Pumpe nimmst, die jetzt einen Filterkreis versorgt, und eine zweite Pumpe nimmst, die den Heizkreis versorgt, das ist ein bisschen eine Entscheidungsfrage. A, Kosten natürlich, du hast zwei Pumpen, die laufen. Der Vorteil wäre, du kannst ganz dediziert entscheiden, jetzt beim Solarabsorber, jetzt möchte ich heizen, unabhängig vom Filtern. Filterzeit brauchen wir ja auch, Sonnenenergiezeit, oder müssen wir ja auch berechnen. Also da musst du bei dir individuell gucken. Bei mir komme ich jetzt super hin. Ich habe über die ganze Sonnenscheinzeit die Pumpe auch komplett konsequent durchlaufen. Und nachts habe ich dann nur noch zyklisch die Pumpe laufen, dass ich sie nicht komplett durchlaufen habe. Aber das kommt bei mir ganz gut hin. Du musst halt schauen, wie sich das bei dir nachher rechnet, kalkuliert. Einfach eine Abwägungssache. Was ist mit Stromanschlüssen beim Pool? Was muss ich beachten? Beim Strom, klar, muss man wirklich extrem aufpassen. Aber planen kannst du ja trotzdem alles. Und im Prinzip kannst du dir vorher schon eine Liste überlegen oder eine Pumpe überlegen. Wo kommt deiner Meinung nach vielleicht der Stromkasten hin? Wo möchtest du primär Steckdosen haben? Gegenstromanlage braucht eine Steckdose. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Notschalter, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Zack, draufdrücken, habe ich auch bei mir auch was eingebaut. Und lauter solche Themen, das kannst du dir vorher als Liste überlegen. Und kannst dir eben einen Plan zeichnen, da soll der Pool hin. Das sind nachher meine ganzen Anschlüsse. Und mit so einer Liste gehst du dann am besten wirklich zum Elektriker, zeigst ihm das und mit ihm zusammen planst du das Ganze. Und da kannst du auch sehr viel selber machen. Du kannst Erdleitungen ja schon mal legen, auch mit deiner ganzen Wasserleitung. Und unterirdisch im besten Fall, und legst dort direkt ein Erdstromkabel mit dazu. Das zum Thema Elektrik. Eine Sache, ich gebe dir noch einen Tipp bei fraumachtschlau.de. Sie hat einen schönen Blog geschrieben zum Thema Stahlwand erden. Also wie erde ich dieses Stahlwandbecken? Das ist gar nicht uninteressant, gucke das mal an. Wie sollten die Wasserwerte sein und mit welcher Chemie darf Mensch in Berührung kommen?
Generell ist es so, dass man einen pH-Wert erreichen muss, der das Wasser sauber hält. Und darauf baut alles auf. Und das ist ein Wert von 7,2 bis 7,4. Wenn man wie ich mit Chlor reinigt, dann sollte man einen Wert fahren von 0,5 bis 1 Milligramm. Man kann auch eine UV-Lampe verwenden, das ist das, was ich jetzt aktuell mache. Und da habe ich den Wert deutlich reduziert, weil das gar nicht mehr notwendig ist. Gelegentlich habe ich dann eine Stoßchlorung gemacht, die liegt so bei 5 Milligramm, um dann mal wieder einmal die Chemie richtig reinzukriegen. Regulieren kannst du den Chlorwert natürlich mit pH plus, pH minus Granulat. Diese Granulate sind auch nicht schädlich. Das heißt, wenn du das als Pulver übers Wasser verteilst, während die Pumpe läuft, kannst du direkt schwimmen gehen. Beim Chlor ist es sehr gefährlich mit den Augen. Das kann sehr, sehr stark reizen. Schon beim Aufreißen von den Dosen kann dir der Dampf richtig in die Augen gehen. Das ist sehr aggressives Zeug. Das heißt, am besten im Freien verwenden. In dem Schwimmer habe ich die Tabletten drin, in so einem kleinen Säckchen. Das heißt, wenn die sich auflösen, wenn das da rausfällt, dann liegt es oben auf der Folie und gibt sehr helle Flecken, weil eben Chlor sehr aggressiv ist. Ein Tipp noch zum pH-Wert, der stabilisiert sich erst nach mehreren Tagen. Wenn du das Wasser also frisch befüllst und fängst an, pH-Wert zu regulieren, dann merkst du, dass der pH-Wert sich immer mal mehr verändert. Aber über ein paar Tage, gefühlt ein, zwei Wochen, kommt auf die Wassermenge an, stabilisiert sich das und du hast weniger pH-Plus oder pH-Minus, das du verwenden musst. Wird für den Winter eigentlich alles irgendwie eingepackt, also Skimmer, die ganzen Leitungen? Und hast du da irgendeinen Tipp, was ich da beachten könnte oder an was ich vorher schon denken kann? Wo du hier das ganze Zeug jetzt hinmachst, tatsächlich, bei uns war es auch ein Problem. Wir wussten gar nicht, wohin damit. Plötzlich standen wir da, der Winter ist gekommen. Wir haben dann alles zusammengepackt und das in den Keller runtergepackt. Und im Endeffekt haben wir darauf geachtet, dass es halt trocken liegt. Das heißt, du kannst es nicht nass einlagern, aber im Haus, im Keller, da ist im Prinzip ja nichts letztlich am Frieren. Das heißt, mach dir da vorher Gedanken als Tipp von mir, weil tatsächlich stehst du dann vor der Frage, ja, du hast einen Haufen Pumpenzeug, einen Filterkessel, wo machst du das jetzt alles hin? Darum mach dir da gut vorher Gedanken. Also muss auf jeden Fall alles rein, lieber mehr als weniger. Beim Kugelhahn kann ich dir noch sagen, gibt es noch einen Tipp, den drehe ich nie ganz zu, wenn er draußen bleibt. Der hat so eine kleine Kammer und in der Kammer, wenn da Wasser drin steht, könnte es auch sprengen. Das heißt, achte auch da drauf. Okay, dein Pool, das sieht jetzt schon alles irgendwie sehr umfangreich aus. Sag ganz ehrlich, wie teuer war das eigentlich alles? Also hier gleich vorweg 9.659,17 €. Da sind wir drauf gekommen, nachdem wir jetzt mal alle Informationen zusammengetragen haben. Aber realistisch möchte ich sagen, dass unser Pool mit Sicherheit an die 11.000 € gekommen ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Unser Fundament mit Bagger, da hat man verschiedene Anläufe. Ich habe viel von Hand gegraben, aber auch viele kleine Baggereinsätze gehabt. Baustahlmatte muss rein, Fundament, Folie, Kies, Seitenmauern. Und das als Zwischensumme, da landen wir bei 2.200 €. Das Poolset mit 3.200 € rund, das gucken wir uns jetzt auch mal hier an. Das ist unser 7x3,5x1,50 m großes Poolset und das habe ich angepasst und hatte eben einen größeren Skimmer reingebaut und eine größere Sandfilteranlage. Und da sind wir dann mit den Bauhausprozenten, die wir damals bekommen haben, minus 10 eben auf die 3.200 € gekommen. Die Verrohrung hier unten, das ist das, was einfach mitgeliefert wird, um direkt um den Pool herum mindestens mal anschließen zu können. Ich habe aber noch zusätzlich Rohre gebraucht, die ich natürlich in meinen Technikraum brauchte. Dann schauen wir uns die Liste mal noch an. Und da habe ich damals auch so ein Bild gefunden, das mir das Ganze gut dargestellt hat, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung hatte. Und hier konnte man schön sehen, okay, hier, was brauche ich? Einen Winkel, Anschlüsse in den Filter rein und so weiter. Und das habe ich mir dann irgendwie zusammengestellt und bin dann hier auch auf meine 428 € gekommen. Hier sieht man auch diese 25 Meter laufende Meter PV-Flex-Rohr, habe ich dann eben zweimal geholt, dass ich wirklich bis zum Technikhäuschen auch meine Leitung legen konnte. Das Styropor brauchst du, um wenn dann das Blech vom Pool steht und du die Stützmauern an der Seite hast, dazwischen kommt nochmal Styropor, das lag auch nochmal bei 100 €, Vlies auf den Boden drauf und die Kellerrohre, wo ich dann eben auch diese Flexrohre durchgezogen habe, um ans Technikhäuschen zu kommen. Da liegen wir in dem Bereich dann jetzt nochmal bei 4.000 €. Was jetzt noch dazu kommt, Gegenstromanlage, die Safetop-Abdeckung, die haben wir verkauft und die aufblasbare Poolabdeckung geholt, die liegt preislich aber etwa ähnlich. Die Solaranlage kam 2019 dazu mit der Solarsteuerung, die hatte ich zwar schon, aber passt hier einfach kategorisch dazu. Ja, was es halt noch fehlt, ist eben Zement für diese Bettung, Füllung der Kellerschalsteine, die ich von Hand gemacht habe, Polygonalplatten als Poolumrandung. Armierung übrigens in die Kellerschalsteine rein, habe ich beim Schrotthändler geholt, einfach was da so rumlag. Da kann ich gar nicht mehr sagen, was ich bezahlt habe. Und tatsächlich ja noch das Kinderschutzgitter, das wir auch drum rumgestellt haben, diese Doppelstahlmatten, die liegen auch nochmal bei, ja, in Summe eben ein paar 100 €. Ich habe mich damals 2016 noch dran gesetzt, rauskriegen zu wollen, was kostet mich eigentlich das zusätzlich noch im Sommer an laufenden Kosten, verdunstendes Wasser, Chemie und so weiter. Wobei genau das fehlt hier noch ein bisschen drin. Ich habe mich eher auf den Strom konzentriert und habe gesagt, okay, sehr übertrieben mit 12 Stunden, vielleicht können wir da auch 8 Stunden draus machen. Auf jeden Fall liegen zwischen 400 und 600 €, das mit den Chemie
Sachen, die man noch kaufen muss, dass man ja bei 600 Euro rund doch liegen wird. Und dann noch ein letztes Thema ist der Wasserverbrauch. Ich wurde eben auch gefragt, wie viel verdunstet denn, was kostet dich denn der Pool an Wasser dann auch nochmal im Sommer? Gerade weil ich jetzt keine Tagesabdeckung habe im Moment, verdunstet natürlich auch recht viel. Ich konnte aber auch das nie so richtig greifen. Und was ich aber generell mache, ich lese mir jeden Tag von der Wasseranlage die Wasserwerte aus vom Vortag und packe mir die in so eine Liste und das eben seit 2016. Und da kommt jetzt ein Durchschnittsverbrauch von 278 Liter raus und das in etwa der Gesamtverbrauch. Diese Zahlen sind jetzt nicht 100% korrekt, weil die Wasseranlage sicher nicht so genau ist wie eine Wasseruhr, aber mit der Fehlertoleranz, die sie hat, kommt man dann immer auf einen guten Erkennungswert. Und das habe ich dann für 2017, da haben wir den Pool im Mai befüllt, 2018, da war es dann im April und jetzt letztes Jahr, da haben wir es dann auch hier im April, haben wir ihn einmal ordentlich befüllt. Und das sind dann auch erkennbar einfach mal allgemein die Hauswasserkosten. Und so im Nachhinein, hättest du bei deinem Projekt irgendwas anders gemacht? Die Frage ist definitiv eine gute Frage und tatsächlich ja, ich hätte einige Dinge anders gemacht. Ich hätte zum Beispiel die Einlaufdüse ganz unten, die hätte ich dahin nicht hingesetzt. Ich hätte oben mehrere Düsen gemacht. Bodenablauf hätte ich gemacht, um dort eben das kalte Wasser hoch transportieren zu können zum Carport und auch Dreck wegzukriegen, bessere Zirkulation hinzukriegen. Ich hätte Platz gelassen an den Seiten für eine Schiene, für eine Überdachung. Meine aufblasbare Poolabdeckung, die ich für den Winter mache, die ist super, keine Frage. Aber die kannst du natürlich tagsüber dann nicht einfach mal schnell drauf machen oder am Abend oder übers Wochenende. Daher habe ich derzeit überhaupt gar keine Abdeckung drauf, was schlecht ist wegen Dreck, was schlecht ist wegen Wärmeerhaltung im Pool schon mal. Und im Moment habe ich noch das Kinderschutzgitter drum. Wenn das weg ist, dann werde ich mir eine Solarfolie drüber rollen. Hätte ich mehr Zeit gehabt und mir schon mal mehr Gedanken gemacht oder vielleicht ja auch einen Kanal gefunden, wie jetzt mein Kanal, hoffentlich hilft es ja jemandem, dann hätte ich auch das mit dem Blechpool wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte mir jetzt wirklich, ich hätte diese Mauern stehen lassen, hätte fertig gemauert. Ich habe mir die damals sogar schon so hingestellt und hätte das Zeug gespachtelt. Hätte das glatt gespachtelt, würde mich nochmal um das Thema Carportfolie kümmern. Ich würde sogar ganz unten, wo die Ecke ist, würde ich einfach eine Rundung reinmachen, runde Ecken. Ja? Weil natürlich ist es für einen Poolroboter einfacher, da hinzukommen und es wäre auch gar kein Problem, das zu tun. Dann hätte ich eine gemauerte Treppe reingemacht, statt dieser Hänge-Einlauftreppe, das ist auch hinderlich. Und wo ich richtig Bock drauf hätte, immer noch, ist so Infinity-Style, wie jetzt hier in dem Schwimmbad, wo einfach das Wasser am Rand drüber läuft. Das ist halt mega cool. Und das ist auch was ich jetzt irgendwie nochmal angehen würde, wenn der Pool mal wieder renoviert wird.